Einfach wundervoll, tönte es aus der anderen Ecke des Raumes. Während Eva voller Schrecken und Verwirrung ihrem Vater in die Augen sah, kam in ihr ein eigenartiges Gefühl auf. Ein Wirrwarr aus Stimmen und Gesichtern tauchten in ihrem Unterbewusstsein auf. Es fühlte sich so an, als ob sie jedem Gesicht über die Stirn streichen konnte, wenn sie sich nur stark darauf konzentrieren würde. Sie roch, sie hörte, sie sah. Eine überwältigende Vielzahl von Sinneseindrücken übermannte sie. Eva musste sich stark zusammenreißen, um nicht in einen finsteren Abgrund gezogen zu werden, der sich vor ihrem inneren Auge auftat. Ah, liebe Eva, ich sehe dir an, dass der Prozess der inneren Vereinigung begonnen hat. Der Mann, der vorgab, ihr Vater zu sein, konnte seine freudige Ekstase kaum noch unterdrücken. Du bist sicher verwirrt und weißt nicht, was das zu bedeuten hat. Oh, Eva, auf diesen Tag warte ich seit 30 Jahren. Sein Blick verfinsterte sich. Währenddessen hatte Eva das Gefühl, ihr Verstand würde in Stücke gerissen. Denn jetzt kamen die Ängste, Wut, Verzweiflung, Hass, Freude und andere Gefühle hinzu, die diese Figuren in ihrem Inneren erlebten. All das übertrug sich auf ihren Geist. Keine Sorge, wir haben deine Empfindungsmatrix so kalibriert, dass du dem Ansturm der Menschen standhalten wirst. Keine Angst, mein Täubchen, du schaffst das schon. Es gab schon so viele vor dir, die daran gescheitert sind. Aber du wirst es schaffen. Ich weiß es. Weißt du, liebe Eva, du bist nur aus einem Grund in die Existenz gerufen worden. Und zwar Kontrolle. Absolute Kontrolle. Und die damit verbundene Macht. Das Experiment mit der Hasenmutter und ihren Kindern war nur eins von vielen. Liebe Eva, es existiert so etwas wie ein morphogenetisches Feld, in dem alle Menschen auf feinstofflicher Ebene miteinander verbunden sind. Eine Art kollektives Unterbewusstsein. Aber davon verstehst du nichts, mein hübsches Täubchen. Du wirst Ordnung in dieses natürliche Chaos bringen. Mit dir werden wir lenken, verwalten, kontrollieren, bestrafen, schaffen und vernichten. Eva begann es schwindelig zu werden und sie musste sich hinsetzen. Ich kann das nicht tun, stöhnte sie. Und wenn ich es könnte, würde ich Ihnen bestimmt nicht helfen. Oh doch, meine Liebe, ob du willst oder nicht. Wir nutzen deinen Körper einfach als Interface, um mit dem Feld in Kontakt zu kommen. Du bist dabei vollkommen wehrlos. Eva nahm nun all ihren Mut zusammen. Du bist doch genauso von der Kontrolle betroffen. Du bist doch auch nur ein Mensch. Liebe Eva, glaube mir, wenn ich dir sage, dass der äußere Schein manchmal trügen kann.